Dank, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich erstmal bei der Flughafengesellschaft bedanken. Also ich kann es ja auch dafür anlesen, dass wir hier heute sehr viel sehen konnten. Das ist anders als bei anderen Besichtern. Insofern hat sich aus meiner Sicht schon mal gelohnt, dass der Untersuchungsausschuss hierher gefahren ist und dass wir die Chance hatten, jetzt neben dem T1 auch den T2 zu sehen und dass wir auch die Chance gesehen haben, auch in Bereiche zu kommen, wie Brandmeldeanlage, Kabelkanal und so. Das sind ja alles Dinge, die viel in der Diskussion in der Vergangenheit waren. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich will mal mit dem T2 anfangen. Also der T2, ist mir vorher gesagt, ist nur eine Halle und da ist noch gar nicht viel passiert. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass da ganz viel passiert ist. Ja, Gepäckanlage und andere Dinge sind da alle schon eingebaut. Das ist eben ein privater Generalunternehmer, der das, glaube ich, auch professionell entsprechend abwickelt. Und da sind eben auch die Unterschiede zum T1. Es ist alles ganz viel weniger kompliziert. Und deshalb haben wir eine gute Chance auch, dass dieser T2 relativ bald gebrauchsabnahmefähig ist. Ob das jetzt im Herbst klappt zum Eröffnungstermin des T1 oder nicht, will ich jetzt nicht bewerten. Kann nur die Flughafengesellschaft selber T2. Nicht bewerten. Der T2 zum Eröffnung des T1, ja. Will ich jetzt nicht bewerten. Kann die Flughafengesellschaft selber sicherlich auch nicht tun, aber ist aus meiner Sicht irrelevant. Ich will nochmal daran erinnern, wenn man die Dimensionen sich einfach hier ansieht, allein der T2 ist ungefähr ein Viertel der Größe von Tegel. Ein Viertel der Größe von Tegel. Ist im Augenblick nur ausgelegt für 6 Millionen. Dass da auch locker 10 Millionen reingehen würden, glaube ich, ist jedem klar, denn in Tegel machen wir in diesem relativ kleinen Flughafen 22 Millionen. Aber es ist so diese Kapazitätsfrage, die immer wieder hier besprochen wird, im Grunde genommen absurd. Beim T1, wo 27 Millionen gehen, sieht man ja, dass im Grunde genommen jetzt alles fertig ist. Das Restrisiko besteht bei der Firma ROM, bei den Kabeln. Das ist auch jetzt nach wie vor klar. Er ist ja eben gefragt worden, wann er meint, wann die Arbeiten zu Ende sind. Er hat sich festgelegt, ob ich das richtig verstanden habe, aufs erste Quartal 2020. Das muss er auch sozusagen, damit der weitere Ablauf entsprechend geplant wird. Es wird im Januar, wie ich gehört habe, dann auch noch die Wirkprinzipprüfung für den Bahnhof geben. Auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und überhaupt der Bahnhof, sage ich auch mal, da sieht man den Unterschied zu Tegel. Wir haben in Tegel nichts davon. Wir haben keine U-Bahn, wir haben keine S-Bahn, wir haben keine Regionalbahn, kein gar nichts. Wir haben also nur eine Autobahn, eine kleine Stichstraße rein für 22 Millionen. Die Zukunft ist sowieso, dass die Leute mit der Bahn entsprechend rankommen. Hier fahren in einer Stunde 14 Züge ein und aus. Das ist eine Dimension, die ist überhaupt gar nicht zu vergleichen. Trotzdem ein Flughafen der kurzen Wege, sodass ich glaube, dass jeder heute gesehen hat, dass dieser Flughafen für Berlin insgesamt als Wirtschaftsstandort eine enorme Chance ist. Das heißt, ich bleibe bei meiner grundsätzlichen Einstellung, anders als in den vergangenen Jahren, wo ich ja immer berichtsweise pessimistisch war, dass 60-40 die Chance da ist, dass wir den Termin jetzt halten. Das ist ja auch ein sehr, sehr günstiger Termin, indem man also eine niedere Flugzeit in dem Zeitraum hat, dass das nach den Herbstferien ist, dass es am Samstag beginnt, dass man sozusagen das auch in drei Etappen macht. Das ist alles aus meiner Sicht vernünftig und realistisch. Und ich hoffe, dass eben die Firma ROM, wir hatten es ja gerade auch im Untersuchungsausschuss gehabt, dass die Restarbeiten da ordnungsgemäß abzulaufen sind. Die Wirkprinzipprüfungen sind ja gut gelaufen. Dann bin ich auch sicher, dass das OAT-Verfahren klappen kann und dass wir dann eine Chance haben, den Flughafen zu eröffnen. Jedenfalls alle Dinge, die immer im Vorfeld gesagt haben, das ist hier nur eine Baustelle und das kann alles gar nicht klappen und so weiter. Das mag jetzt, sagen wir mal, aus Oppositionsgründen richtig und wichtig sein, das zu behaupten, aber die Realität ist eine andere. Und ich weise nochmal als letzten Punkt auf die Dimension dieses Flughafens an. Stellen sich alle mal wieder Tegel vor, wo ich ja Riesenkosten hätte, wenn ich dort investieren würde. Ich sage mal 1 Milliarde Investitionen, 2 Milliarden Schallschutz. Gucken Sie sich das kleine Tegel an und gehen Sie in diesen großen T1 allein rein. Dann weiß jeder, dass wir hier kein Kapazitätsproblem haben. Und ich bin guter Dinge für Berlin, dass wir eine Chance haben, den Flughafen dann im Herbst 20 zu öffnen. Vielen Dank. Widersprechen, ich fahre mit der Verkehrsanbindung an. Sie leben da noch in der Weltortschale, die ist wahrscheinlich dann nicht mehr so vorhanden. Viele werden heute zu dem Flughafen mit der Bahn kommen und nicht mehr vorrangig mit dem Auto. Zweitens, ich empfehle Ihnen mal, um die gleiche Zeit über die Rudolf-Wissell-Brücke zu fahren und versuchen, Tegel zu erreichen. Da kann Ihnen exakt das Gleiche passieren, was heute durch diesen Unfall ausgelöst ist. Also das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir an der Stelle nicht führen müssen. Bei Tegel müssen wir eine ganz andere Frage stellen. Sie kündigen seit 2 Jahren die Frage an. Seit 2 Jahren hat es nicht stattgefunden. Ich sehe
Debatte um den Regierungsterminal insofern beendet hat, als Sie gesagt haben, das fertige Regierungsterminal, was man seit anderthalb Jahren benutzen könnte. Das nehmen Sie jetzt auch und Sie wollen nicht noch einen Palast bauen, kommt ja Frau Kamp-Karrenbauer, die sich ja durch besonders gute Entscheidungen immer auszeichnet, jetzt mit dem nächsten Thema, dass man jetzt meint, man will also die Hubschrauber noch die nächsten 10 Jahre dort fliegen lassen. Das halte ich für skandalös. Ich habe das durch dem Talspiel ja schon gesagt. Also nicht hinzunehmen ist, dass die Bequemlichkeit einzelner Personen in der Bundesregierung, insbesondere auch der Verteidigungsministerin, den Ausschlag gibt, dass weiter die Leute mit diesen Hubschraubern, die einen Höllenlärm machen, belastet werden, ist absurd. Es gibt dafür gar keinen Grund. Also ich fordere eindeutig, dass die Hubschrauber genauso verlegt werden zum Regierungsterminal. Der Platz ist da. Ich habe die Frage vorhin gestellt. An Herrn Lüttke-Dahlhoff ist also gar kein Problem. Wir werden das entsprechend nacharbeiten. Drittens, die Kapazitätsfrage. Ich meine, wir haben sie so oft geführt, die Debatte, aber ich bitte doch wirklich mal jeden, der das erlebt, auch mal um eine eigene Bewertung der Situation. Die eigene Bewertung ist, dass wir doch hier eine ganz andere Gebäudesituation haben. Ich habe doch hier ganz andere Reserven. Sonst hätte ich doch, wäre ich doch ein Tee langer Untergang. Es ist ein Flughafen Tee mit 8 Millionen. Wir haben dann diese beiden Blasen sozusagen angebaut. Da fliegen heute 22 Millionen. Ja? Und hier soll also in einem Riesenflughafen mit 4 Nord und 4 Süd ein Problem sein, der Kapazität bei 27 Millionen im Plan. Da gehen auch nochmal lecker nochmal 10 Millionen mehr rein. Das weiß doch jeder. Das ist doch völlig klar. Insofern ist das auch aus meiner Sicht eine künstliche Debatte. Das, was hier wichtig ist, ist nicht die Verkehrsanbindung, sondern das, was hier wichtig ist, ist die Frage, ob die Kabelfirma zum Ende ihrer Arbeiten insofern kommt, als das sichergestellt ist, dass die weiteren Verfahren, Bauabnahmeverfahren, Bauverfahren, dass sie laufen können. Da habe ich gesagt, 60-40, 40% negativ heißt doch, dass das noch keiner hundertprozentig sagen kann. Das ist auch eindeutig so. Aber die Chance, dass das klappt, die ist, glaube ich, entsprechend groß da. Und ich finde, wir sollten uns das wünschen. Ich habe manchmal das Gefühl, Herr Schalder, sage ich mal so ganz offen, das ist bei dieser ganzen Debatte jetzt nur um das Überleben der FDP. Für die Stadt geht es aber um diesen Wirtschaftsstandort. Das ist doch Quatsch, es geht dieser, um eine Notwendigkeit. Und der Wirtschaftsstandort, der braucht diesen BER. Und niemand von uns übrigens. Ich habe das ja alles hier auch mit durchgesetzt, dass wir jetzt den Medienkanal uns ansehen konnten, dass wir Brandmelder da und so weiter. Also ich weiß ja, Sie waren ja früher in dem Elektriker, vielleicht können Sie das sozusagen beurteilen. Ich glaube, niemand in dem Ausschuss, auch der Begriff Beweisnahme sozusagen, hätte sozusagen den Ausschuss, alles Quark, sozusagen, alles Nebelkerzen, die entsprechend gesagt werden. Mehr als man heute gemacht hat, kann man gar nicht machen. Und deshalb glaube ich, bringt das auch gar nichts, das immer wieder runterzureden. Und ich habe mich übrigens auch im Bus von amüsiert, als wir da zusammen saßen, ich saß ja neben dem Kollegen Verhoeven und habe das erlebt, da kann man auch völlig entspannt mal warten. Dann jetzt mal eine halbe Stunde später, fahren Sie doch mal nach München, ja, beim zweitgrößten Flughafen Deutschland. Wenn man einen Flug gebucht hat, ist das echt. Guck sich mal an, wie weit, oder, ja, da muss man früher ein bisschen losfahren, wenn man im Auto fährt. Guck sich mal an, wie weit dieser Flughafen draußen, was da für Staus gibt. Kein Mensch führt dort diese Debatte. Das ist wirklich gutes altes West-Berlin, diese Debatte, die Sie hier führen. Aber das ist lange hinterher.